Hallo Welt, da sind wir wieder hier an der alten Schmiede. Ein alter Hof. Vielleicht ist es eine Schmiede. Hier werden wir uns jetzt erstmal umgucken und hoffentlich hinlegen. Wildmagerin. Wild, oh, die ist bestimmt nett. Wo ist die? Ich habe sie reden gehört, aber... Weizen. Ja, da war doch auch was mit Weizen. Ich glaube, wir können noch eine brauchen. Was ist das? Wow, hab ich mich jetzt erschreckt. Schuhe und ein Silberring. Oh, wie schön. Na. Ja, warte. Jetzt suchen wir die Wildmagerin. Die Wildmagierin. Eine Minute haben wir überlebt. Das ist doch gut. Die hat bestimmt eine Axt hier hinten. Wer hat hier gerübst? So, wir klauen eure Eimer, dann könnt ihr schon mal nichts mehr trinken. Da, kein Wasser mehr holen aus dem Brunnen. Ja, die mag aber auch kein Feuer. Oh, wir sind durchbohrt. Sie hat einen Eiszapfen auf uns geschleudert. Ah, sie hat noch keine Bekanntschaft mit unserem mächtigen Bogen gemacht. Jetzt aber. Selbst schuld, wer so achtlos ist, meint ihr uns damit? Die tut nur so. Wow, die tut nicht so. Die kann nur Eis. Die kann nichts. Ausweichen. Wir können auch ausweichen. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ausweichen. Ja, komm ruhig her, du Wildmagerin. Du. Nein. Du musst auch schon ausweichen hier, richtig? Okay, wir brauchen Mana. Wir haben keinen Mana. Also von daher wird alles, was wir jetzt tun, etwas schwierig gerade. Aber sie regeneriert sich nicht so wie der Höhlentroll, also ist das doch schon mal ganz gut. Ja, wir müssen mal sehen, dass wir hier irgendwas machen, damit unser Mana sich schneller regeneriert. Mana-Trank, ja gut, ranzig ist er, ja. Naja, wo sind unsere Pilze? Auch nichts los. Mana entziehen. Glühwürmchen, ja, das wäre gut. Wir könnten sie mit Glühwürmchen bewerfen und dann kann sie ihren Eiszapfen nicht mehr einsetzen. Mana-Pilz, ja, das meinte ich doch. Das ist gut. Hat sie da geschrien so? Wie eine Katze, fast. Ja, wir bräuchten auch irgendwas hier, damit es uns besser geht. Ach ja, und wir haben nichts dagegen jetzt. Kein Ambrosia. Aber wenn er so eine Wildmagierin ist, die hat bestimmt ganz gute Sachen da. Und sie ist nicht in der Lage, sich selbst zu heilen. Das ist auch gut. Ja, komm. Kriegen wir. Aha. Wer ist denn da? Haha, sie hat sich selber beschossen. Sie brennt immer noch.
Im Regen. Ja, wir sind die Meister des Feuers. Das ist gut, wo sie da steht. Sie kann da scheinbar nicht durch. Ihre Eiszapfen nicht durchfeuern. Aber wir kommen mit unserem Feuer durch. Aber auch nicht so gut. Okay, ich ergebe mich. Und was machen wir dann? Sie brennt doch. Warum nimmt sie keinen Schaden? Besser zielen? Müssen wir besser zielen? Kann das sein? Weg ist sie. Die rennt bestimmt da außen rum irgendwo. Die ist nämlich nicht... das ist eine Wildmagierin. Die wird wild. Bald. Gleich sieht sie uns nicht mehr. Dann haben wir noch mal eine Chance, sie anzugreifen aus dem Hinterhalt. Ja, wir gehen schon mal außen rum. Wildmagierinnen sind ja auch sehr scheue Wesen. Da steht sie. Halt, 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 halt! Jawohl, ganz genau, aua! Lass das! Wir haben uns... wir sind langsam geworden! Halt! Das hätten wir aber fast schaffen können. Aber die hat uns ganz schön zer... Wir werden langsam von ihrem komischen Eiszapfen-Zauber. Vielleicht, wenn wir freundlich Hallo sagen. Also wir richten noch zu wenig. Wir brauchen unbedingt mehr Mana und sowas. Wir richten immer noch zu wenig Schaden damit an. Sehen wir doch mal, ob wir das von vorhin nochmal machen können. Lebenstrank, Mana-Trank, Morgenlufttrank, was kann der denn? Ausdauer für 9 Sekunden? Na, Ausdauer brauchen wir im Moment nicht. Ja, ich weiß. Ja, das hat sich schon mal gut getroffen, aber nicht gut genug. Wow. Wir bräuchten irgendwas, womit wir richtig viel Schaden anrichten. Ist das ihr Kopf? Ich glaube schon.
So ein Eispfeil bräuchten wir. Wir wollen doch nur da rein und uns legen, hinlegen, bis der Regen aufgehört hat. Wir hören doch überhaupt nichts hier. Ich höre gar nichts. Ich höre nur den Regen plätschern. Das ist doch ihr Kopf. Genau in den Kopf. Und der war daneben. Wieso sind wir so... Ach so, wir können ja... so nicht rennen. Oh. Oh. Wo ist sie hin? Oh nein, sie läuft außen rum, oder? Aha. Genau. Sie kann hier nicht rüberschießen. Da sind wir klein im Vorteil. Und weg ist sie. Aber wir können da auch nicht rüberschießen, habe ich das Gefühl. Aber wir haben doch das mächtige Feuer. Das Feuer ist doch gut. Oh! Ich wollte gerade gucken, wie das aussieht. Wir haben uns selber verbrannt, das ist ja auch mal nicht schlecht. Ach, Mann. Wir werden doch jetzt wohl hier kommen, ey. Das gibt's nicht. Wie lange sind wir schon zugange hier? 10 Minuten wegen einer? Können wir sie nicht meucheln? Auch Feuer. Ja, jetzt hat es uns aber gezeigt. Feuer und Eis. Die sitzt da aber auch irgendwo, wo man sie überhaupt nicht treffen kann, so richtig. Man sieht sie, man weiß, sie ist da, aber man trifft sie nicht. In den Kopf. Jawohl. Zweimal sogar. Aufs Dach, aufs Dach. Nein, hier durch. Ich häng fest. Oh nein. Ich dachte, sie wäre schon raus an uns vorbei und hätte uns nicht gesehen. Jetzt verstehe ich das, was sie da die ganze Zeit sagt. Meucheln ging doch auch. Ein Hirsch. Oh nein. Na, hat sie uns entdeckt?
spätestens jetzt haben wir sie geweckt. Ja, da kommt sie, aber sie kann nicht hier durchschießen. Hier! Oh nein, oh nein! Wir können auch rüberspringen, aber so jetzt nicht mehr. Wir können nur reinspringen, rausspringen geht nicht. Mach das auf. Ja, genau. Ich denke immer noch, wir können so schnell rennen. Das kriegt man wohl so schnell nicht abgestellt. Die kann aber irgendwie. Die hatte einen Zauberstab. Oh, die müssen wir erwischen. Da bekommen wir eine richtig gute Waffe dann von ihr. Die kann aber auch gut ausweichen. Das hilft dir nichts. Sie steckt fest. Ich kenne das. Wir steckten auch schon mal fest, so wie sie jetzt. Ja, es ist warm, was? Wir sehen nichts. Feuer im Weg. Oh nein! Oh nein! Ich wusste es, von da oben trifft sie uns. Das ist übrigens hier das zweite Buch von dem ersten Teil. Noch ein Grund mehr, das hier zu schaffen mit ihr. Also wenn wir hier bleiben, dann haben wir den Baum als Schutz und hier die Holzwand. Einfach nicht näher. Wow.
Wir haben sie aber erwischt. Okay. Oh, die hat gute Sachen hier drin. Blauer Quarz. Einzelteile. Mana-Trank. Was ist das? Schockschutztrank. Naja gut, sie hat ja keinen Schock, den sie da benutzt. Na, tat's weh? Ja, das ist aber fies. Genau dahin zu schießen, da, also da konnten wir ja nichts machen jetzt. Was sollte man dagegen denn jetzt machen? Ach so, wir müssen da lang. Irgendwie muss das doch gehen, dass wir die da, das geht doch nicht. Einfach reingehen mit der Machete und ihr die Kehle durchschneiden, das... Ach, nicht einmal getroffen, ich glaube, ich lüge. Das kann doch nicht wahr sein. Die nimmt überhaupt gar keinen Schaden. Okay, noch ein Versuch. Schieß doch! Ja, ja. Das hätten wir jetzt aber fast schon geschafft gerade. Ah, vorbei. Nee, ich glaube, wir brauchen erstmal mehr Energie. So wird das nichts. Wir bräuchten auch so einen Eisstachel. Oh, das gibt aber bestimmt viele Punkte, wenn wir sie erwischen. Mal sehen. Ja, Charakterwerte. Wer braucht schon Charakterwerte? Wir haben noch Feuer hier. So wenig. Schaden richten wir nur an, so wenig. Ich habe den gar nicht gesehen. Durch das blöde Feuer sieht man überhaupt nichts. Ach, wir versuchen jetzt mal was anderes. Wir haben doch noch andere Waffen, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist die immun gegen Feuer. Die hat ja auch Feuer irgendwie. Oh, wo ist unsere Magie? Fokus? Ach so. Rage? Achso, Rage erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden und
Schatten des Windes, bewegt euch kurzfristig erheblich leiser und erhaltet eine 7%ige Chance auf einen kritischen Treffer. Kritische Treffer gibt's auch. Gleißender Funke, das hört sich doch gut an. Ein Blitzschlag, der 15 Schaden und halb so viel Mana-Schaden verursacht. Ja, das hört sich gut an. Der... Was... Oh, Moment mal. Der ist doch gut. Wieso haben wir den nicht gleich genommen? 15 Schaden und Mana-Schaden auch noch? Ja, jetzt hat sie nichts mehr zu lachen. Passt auf. Das wird's jetzt. Nein, werden wir nicht. Wir haben den Blitzschlag auf unserer Seite. Moment. Ich muss nur erstmal wieder das sehen. Ach, das ist doch verrückt. Das hat nicht sehr viel mehr gebracht. Es hat nur ultra lange gedauert, bis der sich aufgeladen hat. Wir haben genau getroffen. Und guck mal oben, was für Energie. Der hat ja überhaupt gar keine Energie verloren dadurch. Gar nichts. Und wir haben schon den verbesserten Bogen. Wir haben schon den Dingsbogen da drin. Wo schießt sie hin? Na, das ist wieder zu weit weg. Jawohl. Da einfach durch den Zaun. Ja. Diesmal kriegen wir sie. Ich hab, das merke ich schon jetzt. Oh. Gut, dass man nicht umfällt, wenn man irgendwo vorrennt, aus Versehen. Oha. Wo ist sie hin?
keinen Spaß, sowas. Den Troll kriegen wir nicht. Die Skelette, ja gut, die haben wir gekriegt, aber Küstenpirscher, hier die Wildmagierin mit ihren super, super Waffen. Da, wir haben noch voll getroffen. Da jetzt auch. Wie viel, wie so wenig Schaden nimmt die nur? Was soll denn das? Oh, ey. So schnell kann man ja gar nicht aufleveln. Das geht ja gar nicht. Da soll man noch mehr Mana nehmen oder wie wird das denn stärker? Ich will das Buch. Geisteswolf rufen. Wollen wir mal sehen. Der Geisteswolf, der ist vielleicht stärker als wir. Götterschild erhöht Rüstungswert um 80 für 250 Sekunden. Naja. Ach, so ein Quatsch, das brauchen wir nicht. Hier! Geisterwolf rufen, Rang 1. Mystisches Schwert beschwören. Geisterwolf hört sich gut an. Oh nein. Genau, genau. Schnapp sie dir. Nein, werden wir nicht. Jetzt geht auf uns los, oder? Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, da haben wir ihn, den Flammenstab. Ein Flammenstoß, der 5 Feuerschaden pro Sekunde verursacht. Naja, gut, Ziele erleiden mehr Schaden, brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Oh, verschlissene Robe. Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Und wie, passt du schon auf? Der Geisterwolf. Ja, dann nehmen wir mal alles mit hier. Erinnerungsbuch plus 1 Erinnerungspunkte. Aha. Und wir haben noch einen Bauplan für ein Eisenschwert gefunden. Sie hat hier überhaupt gar kein Bett hier. Ich dachte, wir könnten hier schlafen gehen oder uns ausruhen. Kann man sie wegtragen? Ach hier! Ja, nur so 2 Stunden, bis dieses grauenvolle Wetter weg ist. Das ist ja nicht auszuhalten. Was? Es regnet immer noch. 4 Stunden dann. Das kann noch so lange nicht regnen. Naja, das regnet halt so lange. Ja, das können wir lesen. Ich weiß aber, was dann los ist. Das dauert eine Weile. Darum lesen wir das in der nächsten Folge. Vielleicht. Lavendel. Kein Lavendel für uns. Ja, das mit dem Wetter, das stört mich jetzt durchaus, muss ich zugeben. Salz! Salz ist gut! Dann gehen wir halt nochmal schlafen und machen hier aber die Tür. Ach so. Silberring, das ist gut. Ektoplasma. Naja, das ist ja unser eigenes Ektoplasma. Also das mit dem Wetter, das nervt jetzt. Das ist so dermaßen laut. Ich höre überhaupt nichts anderes. Ich kann nur den Regen ran.
Ach, herrlich. Los, die Vögel zwitschern zu dieser Tageszeit. Ja, das werden wir uns, wie gesagt, demnächst mal... Sie hat auch keine Axt hier. Ja, die Suche nach der Axt geht also weiter. Machen wir das ja mal an. Geht nicht. Okay, ja, dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.